Hallo Jungs, bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Das erste Training wird nach einem Gulli-Unfall von Williams-Pilot George Russell abgebrochen. Im zweiten Trainingsanlauf rast Charles Leclerc auf Rang 1, die Streckenposten standen im Kreis herum und schauten ratlos auf den Boden. Einige hantierten mit Stimmeisen, ein anderer sprang tatsächlich immer wieder auf dem Corpus Delicti auf und ab. Ein gelöster Gullideckel hat zum Auftakt des Großen Preises von Aserbaidschan, Sonntag, 14:10 Uhr im Live-Ticker, in der Formel 1 für helle Aufregung gesorgt. Wie konnten sie das nur nicht richtig checken und die Gullideckel nicht sichern, schrieb Weltmeister Lewis Hamilton in den sozialen Netzwerken, nachdem das erste freie Training wegen des Vorfalls nach wenigen Minuten abgebrochen werden musste. Die Freizeit wollte sich der Mercedes-Star dann mit der Serie Game of Thrones vertreiben, während die Organisatoren alle Gummideckel untersuchten und die Schrauben nachzogen. Teamchefin kündigt Gespräch an. Kurz nach dem Beginn des Trainings war Williams-Pilot George Russell mit über 300 km/h über den offenbar nicht richtig gesicherten Kanaldeckel gefahren und zerstörte sich dabei den Unterboden an seinem Wagen. Der Brite blieb aber unverletzt. "Ich bin okay", funkte der 21 Jahre alte Formel-1-Rookie an die Box. TV-Bilder zeigten, dass wohl Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc zuvor das Metallteil mit seinem Bolide dann etwas gelöst hatte.